Das ist das Sicherungs- und Abseilgerät Tresirius. Hier schon etwas in Gebrauch. Hervorragend. Es ist leicht zu bedienen. Man kann mit diesem Gerät entweder mit Doppelseil oder mit Einfachseil sichern. Man muss dazu nur diesen Schlitten oder das T-Stück zurückziehen, öffnen, das Seil durchstecken, die Falle wieder zuschlagen und kann hier sichern. Die Sicherungswirkung geschieht dadurch, indem das Seil, wenn hier der Vorsteiger ist, darauf muss man immer achten, sich zurückzieht. Da wird der Schlitten zurückgezogen und das Seil verklemmt sich und dadurch kommt eine Bremswirkung zustande. Dieses Abseilgerät benutze ich jetzt schon seit vielen Jahren, war eigentlich damit sehr zufrieden. Beim Abseilen zieht man durch beide Schlitze das Seil durch und man kann, indem man hier hinten an dem Hebel drückt, das runternehmen. Aber da gibt es im Internet sicherlich einige Videos dazu. Darum geht es gar nicht. Was mir passiert ist, ist Folgendes. Im Vorstieg von einem Kletterfreund hatte ich ganz normal so gesichert. Offensichtlich ist der Dreh, den ich hier mit einem Karabiner am Sitzgurt befestigte, hat sich der Schlitten etwas zurückgezogen, leicht geöffnet und in dem Falle bei mir hat sich der Schlitten gedreht an einer bestimmten Stelle und beim Wiederanziehen drohte das Seil natürlich, wenn in dieser Stellung ist, das Seil hier durchzurutschen. Ob es wirklich passiert wäre, weiß ich nicht. Wir haben das noch glücklicherweise gut hingekriegt, gemeistert. Ich benutze den Dreh nicht mehr. Das Hauptproblem ist bei diesem Dreh, dass im leicht geöffneten Zustand, also in dieser Stellung, kann ich den Dreh ja bereits öffnen und das T-Stück hat sich verdreht. Wenn das Seil natürlich jetzt hier an dieser Stelle klemmt, wird es nur durch die kleine Flanke hier gehalten. Und wenn dann ein Sturz zustande kommt, besteht die Gefahr, dass das T-Stück sich weiter dreht und das Seil dann durchrutscht und der Vorsteiger in der Sturzsituation durchfällt. Das ist eine Sache, die mir überhaupt nicht gefallen hat und ich werde nicht mehr mit diesem Gerät arbeiten. Wenn man mit Doppelseil abseilt, kann das natürlich nicht passieren. Wenn man Doppelseil mit Doppelseil sichert, kann das auch nicht passieren, weil wenn sie gleichmäßig belastet werden. Aber mit Einfachseil kann das passieren, wobei ich festgestellt habe, nach dieser Seite, also nach dieser Seite ging es nicht, es geht immer nur nach dieser Seite zu drehen, bei mir. Das kann daran liegen, dass das Gerät etwas älter ist, aber ich war trotzdem sehr überrascht.